So, welche Rolle spielen die Kaufnebenkosten in der Renditeberechnung und im Cashflow? Darum geht es in Vlog-Folge 250. Ich zeige euch aber erstmal, wo ich hier sitze. Wir haben nämlich eine Pflanze, die steht mir gegenüber. Wir haben Besuch von der Lara. Und der ist eigentlich immer da. Hallo, der liebe Julian. Lara, weißt du warum? Weißt du, ob Kaufnebenkosten im Cashflow eine Rolle spielen? Also es gibt ja Kaufnebenkosten bei Immobilien. Okay, die Frage ist fies. Wie wirken die sich auf den Cashflow aus? Ja, Negativ, sie wirken sich wenn man negativ. sie finanziert. Ja. Genau. So, also ist mir tatsächlich ein kurzes Anliegen. Ich wollte eigentlich was ganz anderes machen heute. Jetzt geht es schon wieder um Rechnung, aber ich habe echt einige Fragen bekommen oder immer, wenn ich irgendwie eine Cashflow-Rechnung mache, die ja bei mir sehr, 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 sehr simpel und oberflächlich passiert, weil es jetzt wirklich nur darum geht, Kaufentscheidungen zu treffen mit dieser Rechnung, kriege ich ganz oft dann, ja, aber du hast ja nicht die Kaufnebenkosten berücksichtigt und du hast, ich rechne mir immer die Nettorendite aus und du machst ja nur die Bruttomietrendite, die ist es ja ungenau und so weiter. Das möchte ich mal auseinandersortieren. Erster Punkt zu den Kaufnebenkosten, die Kaufnebenkosten, also nochmal, Miete minus Bankrate minus Kosten ist eben Cashflow. Und das ist immer so. Und jetzt ist nur die Frage, wenn ich die Kaufnebenkosten finanziere, zum Beispiel, weil ich eine 110% Finanzierung mache, entweder bei derselben Bank oder wenn ich mir tatsächlich das berühmte mezzanine Kapital hole, also von Geldgebern, die mir Geld wie Eigenkapital geben, dafür aber teilweise 10% Zinsen haben wollen. Kann ich natürlich tun. Ja. Tun wir selber eben nicht. Aber nur wenn ich das tue, dann erhöht sich ja quasi meine Bankrate. Dann erhöhen sich die Zinsen, die ich bezahlen muss. Und dann gibt es eine zusätzliche Tilgung, die ich bezahlen muss. Und dann wirkt sich es auf den Cashflow aus. Ich dokumentiere ja aber hier den Bestandsaufbau von Stefan und mir. Und wir bezahlen die Kaufnebenkosten immer aus dem Eigenkapital. Ja. Und dadurch entsteht wegen den Kaufnebenkosten keinerlei Bankrate und deshalb wirken sie sich auch nicht auf den Cashflow aus. Es ist uns tatsächlich egal, wie viel Kaufnebenkosten eine Immobilie hat. Erstmal, das ist natürlich ärgerlich, weil es Eigenkapital verbrennt. Ja. Und wir haben tatsächlich relativ hohe Kaufnebenkosten, wenn wir zum Beispiel auch noch eine Tippgeberprovision bezahlen oder so. Klar, wenn dann noch ein Makler drin ist, dann kommt es noch aufs Bundesland an, wie viel Grunderwerbsteuer und so. Aber wir bezahlen es tatsächlich immer aus dem Eigenkapital. Wir haben nichts über 100% finanziert. Wir tun eher noch ein bisschen Eigenkapital rein, damit wir eben nicht so aggressiv finanzieren. Mein Kopf ist echt matt. Irgendeinen Punkt habe ich noch. Ja, und dann noch kurz der Punkt mit Bruttomietrendite gegen Nettomietrendite. Die Nettomietrendite ist logischerweise immer niedriger, weil sie schon mehr Dinge berücksichtigt, wie eben Kosten zum Beispiel für den Betrieb. Mir reicht die Bruttomietrendite vollkommen aus und zwar finde ich sie sogar das bessere Instrument, um Immobilien miteinander zu vergleichen. Also wenn die zumindest sehr ähnlich sind und wir kaufen halt einfach normale Wohnimmobilien, die meistens sehr ähnlich sind. Wenn die Immobilien sehr, sehr, sehr unterschiedlich sind, ja, dann kann natürlich die Nettomietrendite durchaus, weil die Kosten zum Beispiel bei der einen Immobilie sehr viel höher sind, dann kann es da einen großen Unterschied geben. Mir reicht es, über die Bruttomietrendite die Immobilien miteinander zu vergleichen und die Kaufnebenkosten sind da eben nicht drin. Und ich sage auch immer, was kann denn die arme Immobilie für ihre Kaufnebenkosten? Ja, die Immobilie kann nichts dafür, dass eine Grunderwerbsteuer anfällt. Die kann nichts dafür, dass ein Makler sein Geld auch noch haben will, was er gerne bekommt, wenn es ein guter Deal ist. Kann auch nichts dafür, dass es noch eine Tippgeberprovision gibt, die wir sehr gerne bezahlen für einen guten Deal. Oder dass ein Notar und ein Grundbuchamt auch noch sein Geld haben will. Und das ist halt klar, hat es einen Effekt, wenn ich das finanzieren würde. Aber wir finanzieren es nicht. Und deshalb ist für mich die Bruttomietrendite für einen Vergleich vollkommen ausreichend. Und die Kaufnebenkosten spielen keine Rolle für den Cashflow, weil wir sie nicht finanzieren. Man kann das aber auch anders sehen, oder? Also im Sinne von, das ist ja trotzdem auch eine Negativbelastung, die man aufs eigene Vermögen hat. Damit auch wieder weniger Geld in der eigenen Rücklage. Und auch wenn man es nicht finanziert hat, geht es ja trotzdem vom Eigenkapital dann irgendwie weg und das hat man weniger zur Verfügung.
Ja, sehe ich tatsächlich logischerweise auch so. Ist auch das, was ich gerade meine. Also Kaufnebenkosten sind ärgerlich, weil du musst sie aus dem Eigenkapital bezahlen. Sie tun auch richtig weh, gerade wenn du sagst, ich will jetzt wachsen und mein Engpass ist das Eigenkapital. Die nächste Immobilie kann ich nur kaufen, wenn ich wieder genug Eigenkapital habe. Oh Scheiße, da ist ein Makler drauf und die Grunderwerbsteuer ist hoch. Dann ist das total nervig. Aber auf die Rechnung, Cashflow, hat es keinen Einfluss. Wenn ich mir die Immobilie einmal geleistet habe mit den nötigen Kaufnebenkosten, dann ist der Cashflow der gleiche. Ganz egal, ob sie 5% oder 15% Kaufnebenkosten hat. Ja, genau. Aber klar, mir geht früher das Eigenkapital aus. Ist so. Wink nochmal so schön, Lara. Schönes Wochenende. Tschüss.